Hallo Leute! Hallo! Und herzlich willkommen zu M9 Food Hall. Es ist wieder spät. Ich habe das Licht schon. Ja, da war. Ich muss das immer wieder runterregeln und dann ist es mir. Egal. Auf jeden Fall, es ist schon spät. Wir wollen Abendbrot essen und wie ihr uns kennt, wir wollten vorher noch ein Food Hall abdrehen. Und jetzt bin ich zu hell. Ja, ich kann ja auch. Ja, ist okay, wir müssen die Softboxen wieder hochholen. Ja. Ja, und jetzt geht's auf jeden Fall los und wir waren bei Lidl. Und das zeigen wir euch jetzt. Genau, wir nehmen das heute mal wieder nach oben. Und zwar sind wir extra ein bisschen später gefahren, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir was Reduziertes bekommen. Und wir haben auch was Reduziertes bekommen, also der Vorteil, richtig cool. Der Vorteil war ja gewesen, wir wären theoretisch eigentlich noch 10 Minuten eher einkaufen gegangen, aber dann schrieb Mutti, dass die jetzt fertig ist und sich umzieht und dann sind wir dann noch schnell abgebogen. Und sind dann halt noch ein bisschen später, das war halt unser Vorteil. Warum das unser Vorteil war, sieht man am Ende des Videos. Und zwar, wir haben gekriegt, das ist jetzt nicht mehr original verpackt, aber es sind Brezeln für den Tiefkühler, Tieffroster. 1,19 Euro, glaube ich. Brezeln. Der Rest ist bei Mutti im Gefrierfach. Ja, also wir lagern manche Sachen bei Mutti, weil unser Gefrierfach nicht ausreichend ist. Dann haben wir, glaube ich, dreimal Penny-Push-Käse. Ja, dreimal. Der kostet mittlerweile ja auch schon 99, wa? Oder ja, 89? Ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt. Ja, auf jeden Fall haben wir da den dreimal mitgenommen, den esse ich ja gern. Ich kann ja nochmal reingucken, aber beim letzten Mal war ja auch kein Kassenbon drin. 8. Februar ist es ja nicht. Naja. Nee. Ist noch nicht drin? Naja. Die haben wir bei Mutti eingekauft. Bei Mutti rausgenommen ja, aus dem... Ja, sind halt von Lidl. Sind von Lidl. Die sind rausgekommen, weil die Brezel reingekommen sind ins Rostfach. Genau. Die kosten 2,49 Euro. Sind, glaube ich, jetzt momentan im Angebot. So, was für mich? Apfelmus. Ich liebe Apfelmus und ich liebe Apfelmus zu allem. Ich mag Milchreis, ich mag Plinse. Apfelmus ist was Feines, das geht immer. Ja, und ich wollte letztens... Also ich habe mir... Wann war das? Vorgestern oder so? Habe ich mir Milchreis gemacht. Und ich habe meinen Apfelmark nicht gefunden. Das ist bestimmt hier im Schrank drin. Ja, das unten. Das war sad. Das war wirklich sad. Vor allem, ich hatte nicht mal richtigen Milchreis. Ich musste diesen Tütenmilch, also diesen Tütenreis habe ich mit Milch in der Mikrowelle gemacht. Dann hatte ich Milchreis. Es gibt mein Rustipani. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob das jetzt günstiger war oder nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, egal, 2 Euro wäre trotzdem günstig. Ja, mein Lieblings-Rustipani kennt ihr ja schon von mir. Ich liebe das. Das schmeckt richtig gut. Und es gibt ja jetzt eine, war das vegan oder war das nur vegetarisch? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall eine fleischfreie Variante. Und die möchte ich auch mal ausprobieren, aber ich, seit dem veganen Hähnchen habe ich Angst, dass es zu sehr nach Fleisch schmeckt und dass es mir dann nicht schmeckt. Also ich glaube, ich werde in Zukunft nur noch Sachen schmecken essen. Essen. Nicht schmecken. Ich werde nur noch Sachen essen, die nicht... nach Fleisch schmecken. Weil aber was wäre denn mit Sachen, die du noch gar nicht gegessen hast, wie zum Beispiel Muschel? Du weißt nicht, wie Muschel schmeckt. Boah, nee, hör auf. Die Konsistenz ist glibbrig. Na, aber wenn die gebraten sind? Ich will sind, kein Schleim essen. Aber die sind unschleimig. Oh nein, ich will nicht. Erzähl von deinem Fleisch. Kochschinken, den esse ich sehr, sehr gerne. Den hat damals meine Katze auch sehr, sehr gerne gegessen. Shiba isst den übrigens nicht. Aufs Brot oder aufs Brötchen oder in Spätzle oder Nudeln oder Rohre noch immer. Schmeckt ganz gut, mag ich von Lidl. Genau. Das Rustipani war im Angebot, habe ich das gesagt? Also 1,49 oder 1,99 und der Kochschinken kostet, glaube ich, 1 Euro irgendwas. Ja, dann kommen wir jetzt zu den reduzierten Sachen. Ne? Robert hat sich hier so ein Paprika-Geschnetzeltes mitgenommen. Also Schweine geschnetzelt mit Paprika und Zwiebeln. Also ist ein bisschen eingelegt. Ja. Eigentlich mag das Robert ja nicht. Aber hat er dich angesprochen? Ja. Auf jeden Fall hätte das 3,29 Euro gekostet und es hat jetzt 1,64 Euro gekostet. Und das ist auch noch bis 15. haltbar, also noch 2 Tage. Ja. Gemüsepfanne. Asiatisch. Genau, die kosten ja auch alle um die 1,20 Euro. Und die asiatische haben wir schon oft gekauft, also die findet Robert gut. Ich glaube, Mutti mochte diese runden, sind da diese runden Zwiebeln drin? Nee, hier ist nur Lauch drin. Auf jeden Fall gibt es ja noch diese Gemüsemischung mit Pilzen und mit Erbsen und so weiter. Und da sind so eine großen, heißen, so eine großen runden Zwiebeln. Sind das diese Silberzwiebeln? Ja. Auf jeden Fall sehen die so aus, die mag Mutti nicht, aber ich ja. Mag die.
Auf jeden Fall. Ich mag nur keinen Spinat und kein Rosenkohl. Die benutze ich meistens für Curry oder für Tofu mit Reis. Und ja, genau. Kann ja lange so brauchen. Brötchen, Sonnenblumenkerner, Brötchen, 2 Stück. Weil es gab kein Brot mehr. Das du darfst Brot, nicht so viel rascheln. Das Brot Moment. War alle. Ja, das nochmal. War alle, ja. Gab kein Brot, gab 2 Brötchen. Ungeraschelt jetzt nochmal. So, jetzt gibt es etwas Köpfiges für die Sarah. Ja, es gab Blumenkohl, der war für 1,39 € im Angebot. Und wir haben nochmal 15% mit der Lidl-App gespart. Ruhe sogar mit. Hier ist was mit Security Protect. Und noch mehr vegane Sachen hier. Gab es ein Fleisch. Reduziert, hätte regulär gekostet 6,81 €, 50% günstiger, 3,40 €. Jetzt am Ende noch relativ großes Stück, das wird es Montag auf Arbeit geben. Das freut mich, dass er das auf Arbeit und ist. Das war's schon. Jetzt ist die Tüte leer. Das war unser Einkauf. Nein! Doch, stimmt jetzt. Ich hätte ja fast das Beste vom Besten. Du hast es schon so angeteasert und alle hier aufgeregt. Genau, jetzt jeder, der noch dran geblieben ist und jetzt wissen wollte, was war jetzt so das Finish gewesen. Was war das Tolle, was wir gekriegt haben, weil wir 10 Minuten später hingekommen sind. Bei Lidl gab es ja oder gibt es ja immer Blumen. Und jetzt haben sie alle Blumen rausgestellt gehabt und zwar zur freien Mitnahme. Also kostenlos konnte man die mitnehmen. Und gab Sträußchen Blumen, kostet sonst regulär 5 €. Hat jetzt jeder ein Sträußchen. Sind eigentlich ganz schick. Mutti hat sich auch einen Strauß Blumen mitgenommen gehabt, der sonst 7 Euro, hier ist auch einer drin. Oh nein. Das sind schon 4 Rosen. Die können wir ja mit ihm morgen mitnehmen. Ja. Die Röschen. Aber ich finde die ja richtig schön. Ja, die sind, also auch die sind echt schick. Die hier sind noch richtig frisch, die sind nicht mehr so, aber trotzdem schön. Unabhängig davon, wie gesagt, finde ich die Sträuße bei Lidl eigentlich auch immer richtig schick. Ja, die halten auch definitiv eine Woche. Ja, mindestens. Und Mutti hat sich so eine Valentinstags-Edition mitgenommen mit so einem Bastrum und mit so einem Herz, was so reingesteckt ist. War auch schön. Das hatte, glaube ich, 8 Euro gekostet. Ja. War nicht billig. Und ich weiß ja nicht, ob Mutti Blumen bekommen hat. Jetzt hat sie auf jeden Fall welche. Ich habe meine Blumen ja schon bekommen und jetzt habe ich noch mehr. Freue mich. Ja, dann war es das mit dem Haul. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir haben heute auch einen Vlog gedreht. Falls der Vlog schon online ist, dann habe ich den euch bestimmt am Ende verlinkt und wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Wenn ich das vergessen habe, dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, Sarah, du hast das vergessen. Oder ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr auch dieses Rustipani gerne isst oder welche Sorte ihr mögt. Oder ihr schreibt einfach in die Kommentare, tolles Video, Sarah, hast du gut gemacht. Denn Kommentare unterstützen uns, wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und wenn ihr Sarah noch nicht folgt, dann folgt gerne auch Sarah. Ja. Und nebenbei, ich habe auch einen Kanal. Und wenn ihr uns scheiße findet, dann guckt einfach nie wieder ein Video von uns. Ja. Aber gebt keinen Daumen runter. Oder ihr gebt einen runter, aber schreibt warum. Ja, das wäre ganz schön. Weil dann weiß man auch, warum ein Daumen runter gegeben wird. Weil es ist ja prinzipiell nicht schlecht, weil konstruktive Kritik nehmen wir ja auch an. Ja. Aber einfach nur einen Daumen runter. Bestimmt einen Daumen runter, weil du schon vergeben bist. Hm. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja gut, also dann. In dem Sinne, bleibt gesund. Und denkt, habe ich gar nicht gesagt bei den letzten Videos. Das denkt daran, ihr seid gut so wie ihr seid und schön so wie ihr seid. Ich fühle mich jetzt immer so, wenn ich das sage in einem Video, was nichts mit irgendwie so einem Laber-Content zu tun hat, fühle ich mich immer so wie so ein kleines Kind, was so ein Gedicht auswendig gelernt hat und sich dann so ein bisschen schämt und dann so, und denkt daran, ihr seid gut so wie ihr seid und schön so wie ihr seid. Habe ich gut gesagt, oder? Hast du fein gemacht und deshalb kriegst du das auf einen Blumenstrauß. Kohl. Nummer 4. Das ist ja Blumenkohl. Strauß. Nicht ein Stier, dann mache ich so einen Strauß. Ja, wir müssen noch den Spruch sagen. Wenn du Kohldampf hast und du Kohl isst, dann hast du Kohldampf. Und damit noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.